Zweiter Teil unseres Lösungsvideos, Put the Words into the Right Order. Vorhin haben wir, im ersten Teil haben wir mit positiven Sätzen gearbeitet und jetzt machen wir hier weiter, indem wir jetzt mit negativen Sätzen arbeiten. Übersicht, wie im ersten Video auch, wie fange ich an? Klar, auch hier ist es A und O, die Wörter zu verstehen, damit ich diesen deutschen Satz bilden kann, um einfach zu wissen, okay, um das geht es. Danach kann ich den Satz ins Englische übersetzen. Und was jetzt hier noch das Besondere ist, passt einfach auf mit diesem don't und oder doesn't, je nach Person, denn das ist diese englische Verneinung. Die gibt es nicht im Deutschen, daher muss man extra darauf aufpassen, damit man die nicht vergisst, wenn man nachher diesen Satz bildet. So, hier nochmal die Übersicht über all die negativen Sätze. Wir haben 5 Beispielsätze und die versuchen wir jetzt gemeinsam zu lösen. So, erstes Beispiel, not my father the car take to work. Auch hier versuche ich jetzt wieder diesen Satz zu verstehen und der erste Beispielsatz mache ich jetzt wieder ein bisschen ausführlich. Ich habe wieder diese Tabelle gemacht, auf der linken Seite die englischen Wörter, my father the car take to work. Auf der deutschen habe ich das dann übersetzt. Mein Vater, das Auto nimmt zur Arbeit. Die Engländer sagen take, also nehmen. Natürlich könnte man das auch mit drive, also mit fahren übersetzen, also drive. Aber ich denke mal, nehmen oder nimmt ist auch okay. Wenn ich das habe, dann kann ich natürlich meinen deutschen Satz basteln. Das ist dann nicht mehr so schwer und der lautet dann, mein Vater nimmt nicht das Auto zur Arbeit. So, jetzt kommt der zweite Teil. Jetzt tue ich das nämlich versuchen zu übersetzen. Und da, wie vorhin schon darauf hingewiesen, wir arbeiten jetzt mit dieser Verneinung, dieser englischen Verneinung, habe ich das auch ein bisschen ausführlicher gemacht. Ihr seht wieder die Kästchen. Also, my father, mein Vater. Zweites dann, ganz wichtig, doesn't. Und das ist im Deutschen dieses nicht. Dieses not ist dieses nicht, aber im Englischen muss man immer es umschreiben mit to do. Und warum doesn't, wird hier erklärt mit diesem Pfeil. Ich muss nach der Person schauen und die Person ist my father, also he. Da kommt wieder dieses kleine Sprüchchen zum Einsatz. He, she, it, es muss mit. Diesmal hänge ich es nicht ans Verb, sondern an die Umschreibung. Deswegen my father doesn't. Dann, dritter Schritt, hole ich das Verb hin. My father doesn't take. Und im Deutschen würde das dann heißen, mein Vater nicht nimmt. Daher ausführlich, denn es ist anders in der Reihenfolge. So, und wenn ich dann mal so weit bin, dass ich die Verneinung mit hineingebaut habe, dann kann ich auch den ganzen Satz sagen. My father doesn't take the car to work. Und schon haben wir's. Gar nicht so schwer. Ist nur eine Übungssache. Von dem her gleich mal weiter zum nächsten Satz. Snow in the wintertime, it not. Und wie in den vorigen Videos auch, also das erste immer relativ ausführlich, aber das zweite dann nur noch eine kurze Übersicht, denn es geht immer nach dem Schema F. Ich übersetze, es schneit nicht in der Winterzeit und dann habe ich hier, it doesn't snow in the wintertime. Wieder Umschreibung mit to do, wieder ein S, da he, she, it diesmal dranhängt, aber ich denke, das habt ihr bis jetzt auch, habt ihr jetzt schon ein bisschen begriffen und ihr seht, wie das funktioniert. Nächster. Meat not for breakfast, eat we. Ins Deutsche übersetzt, wir essen kein Fleisch zum Frühstück. Dann baue ich das um ins Englische, we don't eat meat for breakfast. So. Horrorfilms watch I not. Auch wieder Deutsch, ich schaue keine Horrorfilme an. Dann oder einfach auch, ich schaue keine Horrorfilme. Dann mache ich weiter. Englisch wieder, I don't watch horror films. Und dann haben wir den noch. In our garden not grow we fruits. Wir bauen keine Früchte in unserem Garten an. Und dann auf Englisch, we don't grow fruits in our garden. Und das ist eigentlich schon das Geheimnis. Wenn ich im Simple Present negative Sätze mache, passt auf mit dem do oder don't. Und dann passt es. Also, see you soon. Bye bye.